kriege ich sofort Gänsehaut. Hier in dieser Gegend hat meine Mutter den Glückaufgrill betrieben. Es war eine Institution. Meine Eltern sind beide dieses Jahr gestorben. Und dann kommt jemand und sagt, das Vermächtnis der Eltern wird jetzt weiterleben. Du kannst ein Stück dazu beitragen, indem du auch mithilfst. Da bin ich einfach nur sehr dankbar. Ach du meine Güte. Ich sage dir jetzt schon, das wird nicht einfach. Du übernimmst hier mein kulinarisches Erbe. Meint ihr das jetzt ernst? Ich bin voll aufgeschmissen. Der war einfach kulinarisch einfach bewegungsunfähig. Was, meinst du das jetzt ernst? Klar, voll. Ja, dann ist der Frank nicht der Richtige für mich. Dann weg damit. Meine Mutter wird sich im Grab umdrehen, wenn sie das sehen würde. Boah. Wenn Josip das gegen die Wand fährt, dann ist das Ding fertig. Er muss mir doch nicht sagen, das klappt nicht, wie ich das vorhabe. Weiß er doch nicht. Ich sehe jetzt erstmal für mich hier keinen weiteren Handlungsbedarf. Jetzt ist es für mich gegessen. Heute widmet sich Frank Rosin dem wohl persönlichsten Fall in seiner TV-Karriere. Ich bin in Dorsten. Hier komme ich her. Nicht nur meine kulinarische, auch meine persönliche Heimat. Hier in dieser Gegend hat meine Mutter 40 Jahre lang den Glückaufgrill betrieben. Eine Pommesbude. Aber nicht irgendeine. Es war eine Institution. Meine Mutter hatte einfach in ihrem Leben für sich den Auftrag, Menschen zu helfen, ihnen die Hand zu reichen und einfach immer da zu sein. 2011 hat eine Mitarbeiterin den Imbiss übernommen und musste aus ökonomischen Gründen 2020 schließen. Und dann kam Patrick. Er hat das Gebäude gekauft, hat mich angesprochen und sagt, hey, ich muss dieses Stück Ruhrgebietskultur erhalten. Hat einen Pächter gesucht und hat mich jetzt angesprochen und gesagt, ey Rose, kannst du helfen? Kannst du nicht mitmachen und gucken, dass es nicht nur eine Pommesbude wird, sondern wieder die Institution? Da habe ich gesagt, na klar komme ich. Das ist das Lebenswerk meiner Mutter. Da muss ich helfen, da möchte ich helfen. Und jetzt werden wir gucken, dass wir den vermeintlich neuen Betreiber auf Herz und Nieren prüfen. Und natürlich haben wir auch ein Testessen mit Dorstnern, mit Menschen, die den Laden eine lange Zeit kennen. Und die wissen, worüber sie reden. Auch Patrick ist Dorstner und auch er hat zum denkmalgeschützten Glückaufgrill im Dorstner Zechenviertel Herwest eine ganz besondere Beziehung. Ich bin vom Glückaufgrill 5 Häuser davon entfernt aufgewachsen und der lag auf meinem Schulweg. Dann bin ich da in der Regel hängen geblieben, habe meine Hausaufgaben dann bei Malis Rosin gemacht und habe viel Zeit da verbracht, ja. Als Jugendlicher kellnerte er sogar für Malis Rosin. Der Laden liegt ja nicht nur mir am Herzen, sondern, glaube ich, vielen hier in der Siedlung. Es war früher so ein Zulaufpunkt für Leute, die Probleme hatten, die Sorgen hatten. Die haben alle ihr Herz ausgeschüttet bei Malis. Und das war ja so ein soziales Zentrum. Und deswegen ist es für mich eine Herzensangelegenheit, dass das auch erhalten bleibt. Das ist für mich eine sehr bewegende Geschichte, weil hier geht es auch um mein Leben. Ja, ich habe hier meine Kindheit verbracht. Ich habe hier Laub gekehrt, ich habe, ach, da ist es schon. Wahnsinn. Ich krieg sofort Gänsehaut. Sofort. Hi. Moin. Lange nicht gesehen. Lange nicht gesehen. Geht's gut? Mir geht's super. Ja, ich hab zugenommen, du hast abgenommen, ja, glaube ich. Genau. Da ist es. Ja. In marodem Zustand. Und tut das nicht in der Seele weh, das so zu sehen? Ja, es tut schon in der Seele weh, das stimmt. Meine Eltern sind beide dieses Jahr gestorben. Und dann kommt jemand und sagt, das Vermächtnis der Eltern wird jetzt weiterleben. Und du kannst ein Stück dazu beitragen, indem du auch mithilfst. Und wir mit Dorsten und mit allem drum und dran den Spirit deiner Eltern einfach weiterleben lassen. Und das beeindruckt mich extrem. Da bin ich einfach nur sehr dankbar drüber. Das hat unsere Familie ernährt. Ja, ja. Das muss man einfach mal so sagen. Da bist du groß geworden. Ja, wollen wir reingehen? Machen wir. Komm. Ach du meine Güte.
Ja, so kennst du es nicht mehr, glaube ich. Über 40 Jahre Vollbetrieb und ein Jahr Leerstand haben ihre Spuren hinterlassen. Aber warum ist das denn hier so, wie es ist? Was ist denn los hier? Sieht schon wild aus. Wir waren mit ein paar Handwerkern natürlich mal hier drin und mussten Bestandsaufnahme machen. Jedes Brett habe ich dran genagelt und auch gestrichen. Ich habe den Boden verlegt und hier diese Tafel, diese Preisschildtafel, die hat meine Mutter immer mit dem Edding mit der Hand geschrieben. Ja, hier ist alles noch so, wie es war, ne? Und diese Anlage hier mit dem Wurstgrillgedöns hier und der Fritteuse und so, das ist wirklich über 40 Jahre alt. Das ist die Anlage von deiner Mutter noch, ne? Ja. Ist die... Wahnsinn. Ich habe nicht irgendeine Pommesbude gekauft. Ich habe den Glückaufgrill gekauft. Und wenn der Moment dann kommt, wo Frank vor einem steht, naja, der wird ja schon so ein bisschen mulmig. Es ist vielleicht mehr als nur 30 Quadratmeter Umbau. Da steckt eine Geschichte hinter und da steckt hoffentlich eine großartige Zukunft hinter. Das ist aber irgendwie ein Erbe, was du auf dich nimmst. Und dem du auch gerecht werden musst. Ja, hier hat das soziale Leben stattgefunden. Die Leute haben sich hier Geld geliehen, Spülmittel geliehen, Mehl, Eier. Das wurde auch alles angeschrieben. Und dann, wenn es Lohn gab, dann sind die gekommen und haben bezahlt. Die sind nach der Schicht hier hingekommen. Private Probleme von zu Hause, die wurden hier besprochen. Das war so eine Auffangstation für viele hier auch. Die Leute haben ihr Herz hier ausgeschüttet. Was kann ich für dich tun? Ja, keiner kennt die Ideen von deiner Mutter besser als du selbst. Wir wollen im Prinzip den Geist hier am Leben halten. Wir wollen, dass dieser Spirit, der früher hier war, weiter in der Bude lebt. Ich habe gastronomisch, also mal abgesehen von den Erfahrungen, die ich mit Marlies gemacht habe, habe ich keine gastronomische Erfahrung. Deswegen verlasse ich mich darauf, dass ich einen qualifizierten, erfahrenen Betreiber habe, einen Pächter habe, der dieses Konzept eben in dem Sinne weiterführt. Ich sage dir jetzt schon, das wird nicht einfach, weil einen Charakter zu adaptieren ist meines Erachtens fast unmöglich. Wir haben sehr viel Arbeit und wir müssen durch gewisse Dinge herausfinden, ob der Bewerber, wie viele Bewerber hattest du eigentlich? Boah, wir hatten am Ende knapp 30 Leute, die Bock hatten, das Ding hier zu betreiben. Die Pächtersuche haben wir tatsächlich als Casting gestaltet. Und dann war eben ein Bewerberpärchen dabei und die haben gesagt, wir wollen eigentlich eine klassische Pommesbude machen. Wir wollen eine ehrliche Currywurst machen, wir wollen einen ordentlichen Kartoffelsalat machen, so wie das früher eben war. Da blieben am Ende Josip und seine Frau über, weil die vom Charakter, vom ganzen Auftreten und von der Chemie beim ersten Treffen auch irgendwie am besten zu uns gepasst haben. Ich weiß noch, bei deiner Mutter, da wurde die Frikadelle hier frisch gemacht und da war die nicht TK. Und genau so wollen die beiden das machen. Also, kurzum, außer der Bratwurst hat meine Mutter alles selbst gemacht. Ja. Und das in diesem kleinen Laden. Und das war ein Stück des Geheimnisses. Mhm. Oh, ich finde das so schön, dass du das machst. Ja? Ja, ich finde das richtig, richtig schön. Ich war ja eine Zeit nicht hier. Umso mehr spüre ich jetzt auch, wie nah mir das geht. Ich bin da sehr zuversichtlich, dass wir das so wieder auf die Beine stellen können. Und wir merken auch, die Siedlung sucht sowas. Ich war extrem beeindruckt, als ich die Geschichte hörte und wie er mit seinem persönlichen Enthusiasmus zu erklären wusste, ich habe das hier gekauft und ich will das weiterleben lassen. Da dachte ich, das kann doch wohl nicht wahr sein. Das ist ja pures Glück und das ist ein richtig starker Typ. Der neue Pächter, hast du den hierher bestellt? Der kommt heute hier an, der ist gleich da. Sehr, sehr gut. Den müssen wir natürlich auf der Probe stellen. Ne? An was hast du gedacht? Ja, auf jeden Fall. Ich muss erst mal zeigen, was er kann. Dann gibt es ein Testessen. Wann? Wir legen sofort los. Wir machen hier Pommesbude Ruhrgebietskultur 10.0. Ja, mega. Dafür brauchen wir dich. Ja, da helfe ich dir auch bei. Das Risiko ist, und ich glaube, wir haben nur einen Schuss frei, dass der Glückaufgrill, wenn wir scheitern, nie wieder irgendwie so zum Leben erweckt werden kann. Und deswegen lege ich sehr, sehr viel Wert darauf, dass eben der künftige Pächter genau weiß, was er da tut und Vollgas gibt. Und genau dafür hat Josip sich beworben. Imbiss kann ich komplett. Ich hatte in Duisburg schon einen Imbiss. Der war nach kürzester Zeit schon sehr erfolgreich. Hab den genau 5 Jahre geführt. Ja. Also ich bin überzeugt von meiner Küche und deswegen denke ich immer, es ist alles 100%. Heutzutage ist halt nicht schwer. Man kann jetzt nicht zwar sagen, jeder ist Koch, aber wenn man sich im Internet ein paar Videos anguckt, dann kann man schon ein paar Rezepte ganz einfach und ganz gut umsetzen. Meine Stärken sind einfach, dass wenn Stress entsteht, wenn der Laden voll ist,
dass ich dann trotzdem konzentriert den Überblick behalte. Die Erfahrung, die ich habe jetzt mit 41, das reicht schon. Ich freue mich tierisch, den Frank zu sehen und bin halt total heiß drauf. Moin. Ja, hallo. Grüßt euch. Josef. Hallo. Josef. Hi. Hi. Moin. Hi, grüß dich. Alles gut? Ja, schön, dass wir uns kennenlernen. Jawohl, freut mich auch. Sehr. Du möchtest hier gerne den Glückauf-Grill weiter betreiben. Richtig, ja. Mhm. Sehr gerne. Wie möchtest du das hier machen? Klassisch Pommesbude halt. Okay. So, ne? Currywurst, okay. Pommes, Schnitzel, Schaschlik. Ja. Frikadelle, ganz wichtig, habe ich vergessen. Für Patrick und mich stand von vornherein fest, dass ich das, so wie es auch früher geführt wurde, genauso fortsetze. Mindestens 3 Abende die Woche beschäftige ich mich mit nichts anderem als zu planen, zu träumen, zu fantasieren, Preise durchzugehen. Hast du schon Erfahrungen? Ja, also wir hatten schon eine Imbissbude. Du musst das schließen oder du bist da gescheitert? Was war der Grund? Da war hauptsächlich der Grund, dass wir eh raus waren, weil der Pachtvertrag auslief. Und ich hatte das geschafft, innerhalb von 5 Jahren so aufzupäppeln. Und dann hat der Verpächter gesagt, ja, hör mal, das läuft jetzt so toll, das mache ich jetzt selber weiter. Okay. Aktuell verdient Josep sein Einkommen anderweitig. Ich bin momentan Angestellter als Haustechniker, damit meine Familie und ich halt auch krankenversichert sind. Du übernimmst das Leben meiner Familie. Ich hatte. Auf jeden Fall das frühere Leben meiner Familie. Ja. Meine Wurzel, meine Basis. Ja, macht mich schon nervös und ist schon ein großer Schritt für mich. Also, ja, das ist eine Würde. Ja, für mich ist es eine Freude. Absolut. Bei uns passte die Chemie. Mhm. Ich glaube, dass er der Richtige hierfür ist. Mhm. Und um das zu testen, bereitet das Team von Rosins Restaurants bereits unbemerkt etwas vor. Du bist wirklich ein bodenständiger Typ aus dem Pott und so. Das Danke. Ist wirklich gut. Nur wir brauchen natürlich auch, und dafür bin ich hier, die Sicherheit. Und das ist uns allen sehr wichtig. Das muss alles hier in Arsch und im Kopf haben. Komm, wir quatschen mit ihm kurz. Gut. Wir gehen mal raus. So, wir machen jetzt Folgendes. Als erstes möchte ich mal gucken, ja, wie du kulinarisch aufgestellt bist. Da haben wir jetzt einen Foodtruck vorbereitet. Okay. Und in diesem Foodtruck hast du jetzt 1,5 Stunden Zeit, was vorzubereiten. Also das Gefühl dann zuerst von hohem Fliegen, von dem tollen Gefühl, neben Frank zu stehen und dann auf einmal mit dem Popo auf den Boden gesetzt zu werden. Das war schon ein harter Aufprall. Was ist deine Sache? Aber es kommen in 1,5 Stunden Testesser. Da habe ich den Boden unter den Füßen verloren. Menschen aus der Region und vor allen Dingen Menschen, die den Laden sehr, sehr lange kennen. Boah. Ja. Lebensmittel sind vorbereitet. Hier ist alles an Gemüse da, sogar mehr als der Laden braucht. Wieso wird mir sowas denn nicht vorher gesagt? Wie viele kommen denn, wenn ich fragen darf? 20 Testesser. 20 Personen, für die ich jetzt Essen kredenze. In 90 Minuten, ja. Genau. Was soll ich denn machen? Was haben wir denn an Fleisch da? Pass auf, ich erzähle dir jetzt mal was. Okay. Ne? Ich kann nicht gut leiden, vom ersten Moment sehr sympathisch. Gut, du hast auch keine Haare auf dem Kopf, stimmt alles, Bellamy. Aber eins sage ich dir, du übernimmst hier mein kulinarisches Erbe. Du zeigst mir jetzt, richtige dass du der bist, den du hier auch verkaufen möchtest. Ja. Komm, wir gehen mal rein. Komm, du zeigst dir.